Hallihallo, ihr lieben Fräuleinchens, zu einem neuen Vlogmas hier. Ja, heute nehme ich euch mal mit bei meiner aktuellen Morgenroutine, jetzt gerade in der Weihnachtszeit. Ihr seht, da bin ich gerade erst aufgestanden. Es war auch noch echt arg früh, 20 nach 5, ihr seht es auf der Uhr. Ich stehe morgens tatsächlich immer sehr, sehr früh auf, einfach damit ich in aller Ruhe noch meinen Kaffee trinken kann, so ein bisschen Me-Time am Morgen. Und ich mache mir dann immer erst ein bisschen die Weihnachtslichter an. Das gehört einfach für mich dazu, zur Gemütlichkeit jetzt im Winter. Und dann mache ich mir erstmal einen Kaffee. Und ja, bitte keine Kommentare. Ich weiß, der Schlafanzug ist viel zu groß mittlerweile. Aber der ist so kuschelig. Und deshalb wird er noch getragen, solange es nur irgendwie geht. Ich brauche dringend einen neuen Weihnachtsschlafanzug. Naja, ist ja auch egal, darum geht es ja nicht, gell? Genau, also wie gesagt, ich habe dann erstmal Kaffee aufgesetzt und während dann die Maschine immer ihr Käffchen vorbereitet, mein Käffchen vorbereitet so rum, nehme ich immer erstmal mein Asthma-Spray und mache mich dann an die Lunchbox. Im Moment mache ich nur eine Lunchbox. Also für die Kleinste dann immer, der Große, der isst immer in der Cafeteria oder oft auch gar nichts. Ich weiß, ist nicht so gut, aber was will man machen, wenn jemand halt einfach keinen Hunger hat, muss man es halt auch nicht reinzwängen, gell? Und da habe ich jetzt an dem Tag einfach nur Butterbrot gemacht, ein bisschen Gurke und eine Mandarine kam dann in die Lunchbox rein. Das ist so unsere Standard-Lunchbox, weil das einfach am besten ankommt im Moment. Genau. So, dann war der Kaffee auch schon durchgelaufen und ich mache es mir dann immer so ein klein wenig gemütlich. Gerade wie gesagt, jetzt in der Weihnachtszeit, ich stehe da echt nochmal so 10 Minuten früher auf, einfach, ja, damit ich das so ein bisschen genießen kann. Ich bin den ganzen Tag am Wuseln, aber morgens, ja, mache ich es mir immer erstmal gemütlich und starte echt, ja, ganz entspannt erstmal in den Tag. Und ihr seht, der Sessel hat sich jetzt schon bewährt. Ich sitze tatsächlich jeden Morgen drin. Im Büro ist er wirklich sehr untergegangen, aber hier im Wohnzimmer macht er sich gerade echt gut. Und der wird wirklich viel benutzt. Da gibt es tatsächlich sogar Streits im Moment um diesen Sessel, ja, wer da drin sitzen darf. So, ich trinke dann immer in aller Ruhe meinen Kaffee und lese Kommentare und so weiter. Hier seht ihr es. Unser Wichtel, der Buddy, ist auch wieder eingezogen. Auf Instagram zeige ich euch da jeden Abend die Schandtaten, die er so gemacht hat. Genau. dann ging es für mich nach oben ins Badezimmer und habe ich mich dann erstmal fertig gemacht. Das ist meistens so um circa 6, 10 nach 6, wo ich dann ins Bad gehe. So plus, minus. Ich brauche aber auch nicht lange im Bad morgen. Obwohl ich mich schminke, 20 Minuten bin ich eigentlich durch. Ja, ihr habt es gerade gesehen, ich mache mir immer einen Heizlüfter an. Unsere Heizung im Bad, die wird nur lauwarm. Da wurde jetzt schon ein Teil dafür bestellt, aber es ist noch nicht geliefert. Und so lange funktioniert die Heizung einfach im Bad nicht richtig. Und deshalb mache ich morgens den Badlüfter an. Heizlüfter an, so rum. Genau. Und ihr seht, ich zeige euch heute auch wieder die Produkte, die ich so benutze. Danach fragen nämlich immer ganz viele. Und ganz wichtig, was bei mir immer läuft, sind natürlich Serien. Ihr kennt mich. Keine Morgen- oder Abendroutine ohne Serien hier. Im Moment gucke ich Elite. Finde ich eigentlich auch recht spannend, muss ich sagen. So, noch ein bisschen Mundspülung. Und ich bin ja Multitasking. Während ich die Mundspülung benutze, gibt es dann immer gleich noch ein Waschgel. Und genau. Ich habe euch übrigens auch eine Abendroutine gedreht, beziehungsweise jetzt, wo ich das Video bespreche, möchte ich am gleichen Tag eine Abendroutine noch für euch drehen. Die seht ihr dann auch bald wieder. Und ich hoffe, ihr habt Spaß an Vlogmas. Lasst mich das gerne mal wissen. Ich liebe es einfach und war keine Ahnung, zu dieser Jahreszeit blühe ich irgendwie immer am meisten auf. So, weiter geht's dann mit dem Make-up. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ungeschminkt war. Ach doch, doch, das war vor 2 Wochen, als ich so richtig verkrippt war. Aber eigentlich, keine Ahnung, gehörte schon fest zur Routine dazu, dass ich morgens mich schminke. Also wenigstens Make-up, Augenbrauenstift, Mascara und dann bin ich schon fertig. Das geht ruckzuck, 2, 3 Minuten und dann ist man durch. Set your
So, da war ich dann auch schon fertig und dann geht es für mich wieder runter in die Küche. Und ich mache dann immer schon so ein bisschen Haushalt, bis ich die Kleine wach machen muss. Und ja, das beginnt für mich irgendwie immer in der Küche. Ich schaffe mich immer, sage ich euch auch in der Putzroutine, immer von hinten nach vorne, also Küche, Esszimmer, Wohnzimmer. Und morgens eigentlich grundsätzlich immer erstmal Spülmaschine ausräumen, Spülmaschine wieder anräumen. Ja, ich glaube, ihr kennt es alle, oder? Ihr werdet es auch sehen, an diesem Tag hatte ich überhaupt nicht viel Hausarbeit, weil ich den Tag vorher das komplette Haus geputzt hatte. Genau, deshalb gab es nur so ein bisschen was zu tun. An der Uhr seht ihr es, ist es mittlerweile 20 vor 7. Und ja, dann habe ich dann langsam die Kleine wach gemacht, die ziemlich schnell sogar wach war. Gerade in der Weihnachtszeit geht das ja super schnell, weil sie halt gucken will, was der Wichtel angestellt hat und natürlich auch, was im Adventskalender ist. So bekommt man Kinder immer schnell aus dem Bett. Maxchen war natürlich auch wieder am Start, der geht aber auch nicht leer aus, das seht ihr gleich noch. Er hat auch einen kleinen Adventskalender wieder bekommen. Nebenbei wurde noch mit den Süßigkeiten gedealt, weil unser Sohn was anderes im Säckchen drin hatte. Eieiei. Ja, und dann genau hat mein Sohn noch den Kalender vom Hund geöffnet. Mein Gott, hey, heute wieder voll die Wortfindungsstörungen hier. Und genau, damit hat er sich direkt aus dem Staub gemacht. Guckt euch das an. Ich weiß nicht warum, aber dieser Hund, der muss immer alles, was er zu essen findet, auf den Teppich legen. So, ich habe für die Kleine noch den Schulranzen gepackt. Und ja, sie geht dann immer ins Badezimmer. Und während sie das macht, kümmere ich mich dann schon mal drum, dass das Bett gemacht ist. Einfach, dass alles so ein bisschen ordentlich ist, weil dann habe ich schon mal so ein Grundding drin, bevor wir dann morgens überhaupt erst zur Haustür dann rausgehen. Ja, das ist immer ganz gut. So, und jetzt packen wir uns ganz warm ein. Ihr werdet es gleich noch sehen. Bei uns hat es nämlich in der Nacht geschneit. Und das sieht einfach so schön aus. Genau, und deshalb, wie gesagt, einmal gut warm einpacken und dann ging es dann auch schon gleich los. Dauert morgens immer, bis wir rauskommen. Guck mal, der Schnee, es hat so viel noch geschneit, als wir unterwegs waren. Ey, so mega schön. Der wunderschöne, verschneite Schwarzwald hier. Ja, da guckt. Ich muss euch einfach ganz viel filmen, weil ich es einfach so schön finde. So, und dann waren Maxchen und ich aber schon wieder zu Hause. Nachdem wir die Kleine in die Schule gebracht haben, laufen wir immer noch so gute 20 Minuten. Einfach immer so ein paar Schritte sammeln und ich finde die frische Luft am Morgen, die tut gut. Und so komme ich einfach viel schneller in die Gänge, wenn ich morgens gleich ein halbes Stündchen laufen gehe, ja. So, jetzt seht ihr es gleich an meinem Blick, dieses Ich war einfach klatsch, okay, von dem vielen Schnee halt. So, aber ihr wisst, wer rastet, der rustet und deshalb habe ich dann gleich angefangen, wieder die Hausarbeit weiterzumachen. Habe dann erstmal Wäsche verräumt. Genau. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ich hatte an diesem Tag überhaupt nicht viel Arbeit. Ja, das ging dann ganz flott. Ich glaube, dass ich insgesamt vielleicht eine halbe Stunde Haushalt gemacht hatte, was eigentlich für unsere Verhältnisse echt wenig ist. Ja, aber an dem Tag hatte ich einfach mal Glück. Nur was ich jeden Tag mache, ist dieses Stockwerk, was ihr jetzt auch gerade seht, einmal durchsaugen. Einfach wegen den vielen Hundehaaren und keine Ahnung, Krümeln und so. Ich mag es halt einfach nicht, wenn man auch mal barfuß oder in Socken auf dem Boden läuft und halt ständig in Krümel unterm Socken. Deshalb wird zumindest dieses Stockwerk hier, also wenigstens Küche, Wohn, Esszimmer und der Flur, wird täglich gesaugt. Und was ich auch täglich mache, seht ihr jetzt gleich, da ist es schon. Und zwar einmal Toilette putzen. Ne? Also ich habe an dem Tag wirklich keinen Großputz gemacht. Das hatte ich den Tag vorher schon erledigt. Aber einfach nochmal schnell übers Waschbecken, ne, und Toilette, dass das einmal aufgefrischt ist. Das ist mir immer, ja, wichtig. Und nein, ich habe keinen Putzwimmel. Ich liebe es halt einfach nur, ja, wenn alles ordentlich ist. Und ja, da fühlt man sich doch automatisch irgendwie ein bisschen wohler dann. Ne?
So, das war es dann tatsächlich schon mit der Hausarbeit. Und dann habe ich mir erstmal Kaffee Nummer 2 gemacht. Ihr wisst ja, viel Kaffee hilft viel. Wer früh aufsteht, der braucht alle. Ein Schlückchen Käffchen mehr, sag ich immer, gell? So, und dann habe ich mich tatsächlich wieder in den Sessel reingesetzt. Ich sag ja, das hat sich echt gelohnt, gell, den umzustellen. Und kaum sitze ich, kommt natürlich auch mein Hund dazu. Das war jetzt natürlich wieder abzusehen hier, gell? Ja, dann hat er ein paar Streicheleinheiten bekommen und dann habe ich mich aber ins Handy gemacht. Genau, weil so circa, ich sage jetzt mal so 8, Viertel nach 8 morgens beginnt dann tatsächlich die Zeit, wo ich dann auch wirklich produktiv arbeite. Ja, da war ich am Handy fertig, habe da alles erledigt und dann habe ich euch schon mal das Video hochgeladen, was ihr hier jetzt heute gesehen habt. Ja, habe mich darum gekümmert, dass das rechtzeitig online gehen kann und habe dann auch so ein bisschen ja, anderer PC-Kram gemacht, wie jeden Tag irgendwie im Moment, keine Ahnung. Und dann bin ich zur wichtigsten Tat natürlich geschritten. Ich habe meinen Adventskalender aufgemacht. In diesem Jahr habe ich tatsächlich 3 Stück. Einen von der Family, einen von meiner Freundin und einen von einem Kooperationspartner. Ich nenne jetzt heute mal keinen Namen, weil ich das nicht mit Werbung kennzeichnen möchte. Aber die meisten von euch wissen es ja, wovon ich den Kalender habe. Und da seht ihr erstmal einen Blick. Ich fand das voll süß, weil die Kleine mir halt noch extra Bildchen reingelegt und ja, gebastelt hatte. Im Hintergrund seht ihr vielleicht auch das Handy-Stativ, denn meine Kalenderausbeute zeige ich euch täglich auf Instagram. Da könnt ihr gerne vorbeigucken. Da speichere ich es dann auch immer in den Highlights ab, was drin war. So, dann war das erledigt und dann ging es dann weiter für meinen anderen Job. Ich glaube, ihr wisst auch, glaube ich, alle, ne, was ich da noch so Schönes mache. Und da gehe ich nämlich regelmäßig live. Ja. Und an diesem Tag, genau, war ich sogar ziemlich lange live. Also ihr seht das jetzt hier, ich habe die Geschwindigkeit 60 mal so schnell gestellt, weil ich vergessen hatte, zwischendrin mal die Kamera auszumachen. Also wie gesagt, ich war hier einfach live, genau. Und ja, habe so ein paar Neuigkeiten auch erzählt. Und dann ging es für mich zum Einkaufen. Ich habe noch ein paar Sachen gebraucht und guck mal diese Winterlandschaft. Wie schön sieht das bitte aus? Ah, ich finde es so toll. Ja, ich war kurz bei Edeka. Ich habe noch für unser Adventsfrühstück eingekauft. Ja, ich mache eigentlich Intervallfasten, aber Adventssonntage, da darf es auch mal ein Frühstück sein. Und habe noch so 1-2 Sachen für eine kleine DIY-Idee. Das wird nichts Großes werden, aber 2-3 kleine Geschenkideen, die ein Kind ganz einfach machen kann. Das möchte ich euch noch abfilmen, weil wir da ein paar schöne Ideen hatten. Ja, ihr Lieben, und somit sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich freue mich wie immer über euer Däumchen nach oben, über euer Feedback unten in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns schon morgen zum neuen Video wieder. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.